Besuch bei Plättner Elektronik. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Bernhard Daltrup besucht CDU-Fraktionschef des Landtages André Schröder den Wirtschaftsstandort Harz. Auf seiner Besichtigungstour macht er auch Station in Blankenburg bei Plättner Elektronik. Also zunächst mal machen wir das eigentlich relativ regelmäßig, dass wir den Fraktionsvorsitzenden auch mal in den Wahlkreis einladen, damit man auch das, was vor Ort ist, direkt transportieren kann. Das Zweite war, es war so ein bisschen unter dem Aspekt, mal Unternehmen auch zu zeigen, die aus dem Wahlkreis heraus nicht nur regional, sondern überregional auch vermarkten und weltweit tätig sind. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Vor 10 Jahren zog Helmut Plättner mit seiner Firma in das Blankenburger Gewerbegebiet. Mess-, Steuer- und Regelungstechnik wird hier entwickelt und gebaut, erläutert der Firmenchef. Nach aufwendigen Studien präsentiert das Unternehmen durchdachte Lösungen auf dem internationalen Markt. Kleinste elektronische Bauteile werden in der Produktionshalle durch automatische Hochpräzisionsmaschinen gefertigt. Trotz Konkurrenzdruck der billigen chinesischen Mitbewerber am Markt hat sich das Unternehmen durch hohe Qualität und eigene Forschung für spezielle Problemlösungen einen Namen gemacht. Eine Steigerung der Produktion um 30% ist vorgesehen. Das bedeutet, dass die bisherige Produktionshalle nicht mehr ausreicht. Eine neue 2000 Quadratmeter große Halle wird gleich benachbart gebaut und in einigen Wochen bezugsfertig sein. Das Unternehmen expandiert, um alle Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen. Auch ein Vorzeigebeispiel im wirtschaftlich leistungsfähigen Harzkreis. Wahlkreisabgeordneter Bernhard Daltrup in mehreren Firmen. Das war hoch beeindruckend zu sehen, wie neben den Oberzentren Halle, Magdeburg und Dessau der Harzkreis hier das Wirtschaftszentrum in Sachsen-Anhalt ist und sich auch entwickelt hat mit Unternehmen, die mich wirklich überrascht haben. Denn wir kranken ja daran, dass sich Unternehmen entwickeln, aber noch nicht so international ausgerichtet sind, noch nicht so viele innovative Produkte selber entwickeln. Und wir haben hier Unternehmen besucht, wo spezielle, sehr exklusive Industrieelektronik gemacht wird, wie hier bei der Firma Plättner. Wir waren auch in einer Firma, wo es zur Zink- und Kupferproduktion spezielle Anodenproduktion gibt, wo im Prinzip die halbe Welt beliefert wird. Und wer weiß schon, auch im Harz wohnend, wer weiß schon, dass die Entwicklung der Speziallackierung der chinesischen ICEs hier in Osterwick erfolgt bei der Firma, die Lacke herstellt. Also das sind schon beeindruckende Erlebnisse. Wir haben natürlich auch landespolitische Aufgaben mitgenommen. Wir wollen für die Schulen und Kindergärten weiter etwas tun. Wir haben uns in Stapelburg einen Kindergarten angeguckt, der gefördert worden ist. Wie es damit weitergeht, haben wir uns natürlich auch informiert. Also Wirtschaft und Bildung, das waren die zwei Themen unseres Besuches. Wie sieht es mit den Arbeitskräften hier im Kreis aus? Die Arbeitslosigkeit sinkt. Die Jugendarbeitslosigkeit ist de facto kein Thema. Auch die Löhne wachsen. Es wird ein stärker werdender Wettkampf um die klugen Köpfe. Natürlich wollen wir auch die Jugendlichen ausbildungsreif haben. Das heißt, wir müssen auf eine ordentliche Schulbildung setzen und dass auch die Berufsausbildung weiterhin hohe Qualität hat. Das sind Aufgaben, die uns auch die Wirtschaft mitgibt an die Landespolitik, denn wir können das natürlich mitsteuern. Aber die Zeit des billigen Jakob ist vorbei. Auch das muss die Politik klar sagen. Es gibt einen Wettstreit und dann müssen auch die Perspektiven für die jungen Leute stimmen und dann bleiben sie auch in der Region. Mit 3 Mitarbeitern fing alles an. Jetzt sind 86 im Unternehmen beschäftigt und die Übernahme von weiteren ist geplant. Ein Drittel von ihnen hat eine Hochschulausbildung absolviert. In nächster Zeit werden hier vor allem noch mehr Elektroniker gebraucht.